Hallo ihr Lieben, im Museum für Hamburgische Geschichte gibt es die bekannte Spur 1 Anlage, aber auch ein Bild, 200 Jahre alt fast und absolut faszinierend. Auf den ersten Blick ein schönes, romantisches Bild. Es heißt Kaffeegesellschaft an der Alster mit Blick über die Lombardsbrücke auf die Stadt. Aber beim genauen Hinschauen und vor allen Dingen Hinhören bemerkt man, es handelt sich um ein Uhrenbild mit Spielwerk und Bewegungsautomaten. Der Hersteller stammt vermutlich aus Wien, Näheres ist nicht bekannt, und das Entstehungsjahr um 1830. Verschiedene Federwerke, Seilzüge und sonstige filigrane Konstruktionen hinter dem Bild sorgen für Bewegung im Bild. Der Ball wird wie von Geisterhand bewegt und die Instrumente beginnen zu klingen. Nicht zu vergessen die animierten Figuren im Hintergrund, wie der Reiter oder die Kahnpartie mit kleinen Booten mit und ohne Segel. Viel Bewegung in diesem Bild. Diese habe ich freilich abgefilmt, denn in der Realität funktionieren nicht mehr alle Teile. Kein Wunder, ist das Wunderwerk doch fast 200 Jahre alt.